Schwarzwälder Kirschtorte Rührteig den Backofen auf 175, Klammer auf Umluft, 150, Klammer zu, vorheizen. Die vom Fetten und mit 7 °C zartbittere Schokolademehl bestäuben. Klammer auf mindestens 70 Grad / 0 Kakaoanteil Klammer zu, 2 für den Rührteig die Schokolade grob hacken und im warmen Wasserbad 7 °C weiche Butter schmelzen. Die Butter weiß schaumig schlagen, dabei Zucker und Vanillezucker, 7 °C Zucker einrieseln lassen. Die Eier einzeln nacheinander zugeben und jeweils 1 Minute 1/2 Päckchen Vanillezucker unterrühren. Mandeln und Schokolade zugeben unterheben. Mehl, Speise 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, Stärke und Backpulver mischen, darüber 7 und unterheben. Den Teig in 5 °C gemahlene Mandeln, die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 45 Minuten backen. Heraus 35 Gramm Mehl nehmen, auskühlen lassen, dann aus der Form lösen. 35 Gramm Speisestärke TL Backpulver 3 für die Füllung, die Kirschen abspülen, trocken tupfen. 8 bis 12 Kirschen für die 4 bis 5 Esslöffel Kirschwasser zum Garnitur, beiseite legen. Übrige Kirschen entsteinen. Die Stärke mit 2 Esslöffel von dem Beträufeln, Klammer auf nach Belieben, Klammer zu, Kirschsaft und 2 Esslöffel Zucker verrühren. Übrigen Kirschsaft aufkochen, Kirschen, Klammer auf, tiefgekühlte Kirschen unaufgetaut, Klammer zu, zugeben. Die angerührte Speisestärke Einfüllung rühren 1 bis 2 Minuten kochen lassen. Vom Herd nehmen, 2 türkische Lire Kirschwasser 250 Gramm frische Sauerkirschen unterrühren und abkühlen lassen. Klammer auf Alternativ TK Sauerkirschen Klammer zu, 1 gehäufter EL Speisestärke 4 den Tortenboden 2-mal waagerecht durchschneiden. Die Böden mit Übri 75 ml Kirschsaft Gem Kirschwasser beträufeln. Den unteren Boden auf eine Tortenplatte legen größer als 3 Esslöffel Zucker und mit einem Tortenring umschließen. Die Sahne mit Sahnefestiger und 5 ml Kirschwasser übrigen Zucker steif schlagen. Den Boden dünn mit Sahne bestreichen und das größer als 40 °C Sahne Kirschkompott darauf verteilen und mit Sahne bestreichen. Den zweiten Boden 1 Päckchen Sahnefertiger auffegen, mit einem Drittel der übrigen Sahne bestreichen. Den dritten Boden darauf legen, leicht andrücken. Den Tortenring entfernen. Die Torte mit der Dekoration übrigen Sahne ringsum einstreichen. 50 Gramm zartbittere Schokolade, Klammer auf mindestens 7 % Kakao 5 für die Dekoration die Schokolade mit einem Messer oder ein Reibe grob Anteil Klammer zu, raspeln. Die Sahne steif schlagen, in einen Spritzbeutel mit großer Sternthülle 100 bis 150 Gramm Sahne füllen und die Torte mit Sahne tupfen, den beiseite gelegten Kirschen und den Schokoraspeln verzieren. Springform 20 cm 0 Schwierigkeit, Mittelzubereitung, 1 Stunde.